Moin Moin, willkommen zurück bei Wildsing und einem Video der Kategorie Neuerscheinungen. Ja, mal wieder Neuerscheinungen, Tatsache. Es ist wirklich so, dass ich sehr viele Sachen rezensieren möchte und die auf der Liste habe. Und dazu sind dann immer die Neuerscheinungen gut. 3 Reviews in einem Video zusammengefasst, die ein bisschen dann pro Review sozusagen etwas kürzer sind, als wenn ich jetzt hier ein Top-Review draus mache. Nichtsdestotrotz trotzdem sehr spannende Platten und leider nur eine davon digital bekommen. Mit der fangen wir jetzt auch tatsächlich an. Also 3 Reviews in Kurzform. Fangen wir an mit dieser CD hier. Mit dieser CD, das ist die Band Raun. H-R-A-U-N. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der treue Wildsing-Follower wird den Namen vielleicht schon mal begegnet haben. Und zwar Raun habe ich hier schon mal rezensiert. Und zwar das Debütalbum damals. Das ist schon ein paar Jahre jetzt her. Das ist jetzt das zweite Album. Und das heißt Within the Weeping Meadows. Um das jetzt nochmal neu, komplett Raun neu zu erklären, in 2 Sätzen quasi, was kaum zu machen ist. Ja, also damals hieß das Video so ein bisschen mit dem Titel Aufwendiger, extremer Black Metal. Das bleibt letztlich bestehen. Ich würde tatsächlich sagen, hier ist noch vieles dazugekommen, denn die Band entwickelt sich, wie viele Bands sich entwickeln. Also erstmal noch zu den harten Fakten. Das ganze Ding hat 8 Songs, 41 Minuten Spielzeit, roundabout. Und es gibt hier immer noch Extrem-Metal. Es würde ja sagen, es gibt hier irgendwie eine Form von Black Progressive Doom Folk Metal. Tatsache hat es alle diese Subkategorien kommen hier vor. Also irgendwie eine Form des Extremen, sehr progressive Sachen. Wir haben hier Folk-Elemente und das Gesamte ist ummantelt in einem Doom-Kostüm. Was bedeutet das auf den einzelnen Ebenen? Ja. Doom allen voran. Es ist so, dass das Tempo hier eher schleppend und atmosphärisch herkommt. Etwas schwermütig. Und das macht vor allem den Doom-Aspekt hier aus. Wir haben dazu fette Gitarren, typisch eher aus dem Extrem kommend, könnten auch so aus dem Melodic Death Metal kommen, also rein von der Klangfarbe, die hier fett sind. Wir haben dazu aber auch tatsächlich eine Menge melodischer Keyboard-Elemente, teilweise auch folkloristische Elemente, bis hin zu akustischen Instrumenten, die dann halt irgendwie diesen Folk-Aspekt mit reinbringen dann irgendwie die gesamte Chose auch progressiv machen. Denn es ist hier sehr wild, was passiert, sehr vielseitig, was passiert. Und es ist auch nicht immer alles Schema A und vom Songwriting dann tatsächlich auch ein bisschen spannend. Das Ganze ist aber in einem kompletten Extrem-Metal-Gewand. Am ehesten tatsächlich am Black Metal angesiedelt. Und das merkt man natürlich allen voran in der Stimme. Denn wenn wir über Raun reden, müssen wir sehr viel über Stimme reden und über Stil. Das sind so die beiden Faktoren, die ich hier so rauspicken möchte. Denn die Stimme, und man muss nicht sagen, die Stimmen, sind hier echt krass. Hier gibt es wirklich was zu holen. Wir haben hier sehr verschiedene Klangfarben des Black Metals, aber halt tatsächlich auch, also manchmal total abgefuckt, manchmal eher klassisch, eingängig, schwedisch. Manchmal geht er auch ein bisschen ins Dessige rein. Also viele, viele Formen des Extrem-Metals, weitestgehend Black, aber halt auch, auch mal Clean-Gesang. Und da auch verschiedene Formen des Clean-Gesangs. Hinzu kommt, dass da nicht nur der Kerl singt, sondern ab und zu wir auch einen Frauengesang tatsächlich dabei haben, der auch clean ist, also beim weiblichen und männlichen Gesang. Und das ist alles zusammen in diesen Stil gepackt. Und deswegen auch anfangs Black and Prog Doom Folk Metal. Das ist nämlich wirklich verrückt. Hier gibt es so viele verschiedene Stile. Das ist ganz spannend. Als ich die CD, kleine Side Note hier, mehrfach habe natürlich spielen lassen. Und meine Freundin kam mir immer durch, so, was hörst du da? Weil das eher untypisch für mich ist auch, wenn es einfach nur nach Hobbymusik geht. Und dann kam sie halt später nochmal durch und dann ist es immer noch dieselbe Band. So, ja, ist es. Du hast halt schon einen sehr harten Sampler-Charakter, weil du wirklich die Songs sehr, sehr unterschiedlich hast. Und das ist wirklich von Song zu Song absolut krass, wie groß die stilistischen internen Unterschiede sind. Und da möchte ich dann tatsächlich auch 2 Songs primär rausnehmen. Und das ist der 3. Komm und brenne heißt der. Ist deutschsprachig. Du hast hier deutschsprachige, du hast hier englischsprachige Songs bei. Die gehen da keiner klaren Nummer nach.
Passt aber auch zu diesem Gesamtkonzept, sehr viele Stile zu machen. Und der Komm und Brenne-Song, der hat sehr abgefuckte Black-Metal-Attitüden. Erinnert mich ein bisschen an Frühform Hünengratten Herbst Nagelfahr. Vom Gesang wirklich so richtig suizidal rausschreiend. Dazu halt dieses schleppende Tempo, das hier wirklich der rote Faden des Albums ist, dass es hier nie, also du hast natürlich Momente, wo es ausbricht, klar, aber das ist halt trotzdem diese schwermütigen Gitarren mit dem schwermütigen Tempo, die halten das Ganze so ein bisschen kleistermäßig zusammen. Hier kommt dann tatsächlich auch wirklich sowas Abgefucktes, Suizidales durch. Zumindest assoziiere ich das so. Und das gefällt mir sehr gut, deswegen auch der Song hier rausgepickt. Als Kontrast dann, das ist der dritte Song, Komm und Brenne, als Kontrast dann der vorletzte Song, Dreifachmond. Eine reine folkloristische Nummer. Ich dachte erst an In Extremo tatsächlich. Aber durch die, ja, wie es dann auch mit den Gitarren sich auflöst, musste ich tatsächlich eher an die Band, die habe ich hier mal kurz vorgestellt, Bald Anders, kennt vielleicht da draußen nicht jeder, denken, die, ja, die halt auch ganz, ganz komisch daherkommen. Auch deutschsprachiger Text wieder und ganz was anderes. Und dazu hast du dann trotzdem so wie den Opener oder Sunlight and Sorrow eher klassische, doomig, extreme Songs. Und das ist alles unter einem Hut halt. Das ist wirklich schwer zu fassen. Das macht die ganze Sache doch sehr progressiv. Dabei halt doomig, wie gesagt, der rote Faden ist ja tatsächlich, ja klar, die Produktion, aber vor allem die Schwermütigkeit von Gitarre und Tempo. Und der Gesang ist absolut krass, das lohnt sich drauf, ja, zu achten. Die Texte geben auch was her, achte ich ja immer nicht so sehr drauf bei meinen Reviews, ist mir weitestgehend egal, aber hier macht es hier und da dann doch schon Spaß, weil du ja auch deutschsprachige Texte hast, dadurch leichter zugänglich, manchmal sehr verständlich, manchmal nicht. Und dadurch, dass du diesen Kontrast hier hast, ist es halt doch mal so, dass du hier und da einfach auf den Gesang mehr achtest. Und das passt ganz gut. Durch diesen ganzen doomigen Tempo-Touch-Kram, ja, kommt natürlich eine Emotion, eine Dramaturgie rein, ja, eine Atmosphäre auch, weitestgehend Emotionen von Tragik, von Trauer, gar nicht aber so sehr groß, so episch, fulminant, sondern eher klein, Kämmerchen, dunkel. Das ist das, was so ein bisschen, ja, das Album ausmacht. Ich finde das jetzt erstmal alles gut, alles, ja, auch spannend, aber das hat auch seine Schattenseiten, denn es ist sehr schwer zugänglich, es ist sehr schwer zu fassen, auch den roten Faden des Albums, denn du hast hier unglaublich viele Stile und die sind von Song zu Song durchaus unterschiedlich. Ich bleib dabei, größter Unterschied, Kontrast, Komm und Brenne und Dreifachmond, völlig unterschiedlich. Dreifachmond, ein reiner folkloristischer Song, da ist der Black-Teil komplett weg und dadurch finde ich, gehört dem Ganzen, ja, was Experimentelles, was Progressives an. Aber halt tatsächlich innerhalb der Songs gar nicht so sehr, als dass das gesamte Konzept, das gesamte Album halt irgendwie progressiv wird. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist, hier ist ein Cover drauf. Das finde ich, ja, passt auch ganz gut in den Stil, in diesen doomigen Stil. Und zwar Marianne von Sisters of Mercy haben die gecovert auf eine sehr eigene Version. Auch innerhalb dieses Stils, dramaturgisch, traurig, klein dabei gehalten und sehr doomig, da passt der Song auch einfach gut zu. Und die Stimme dann halt auch eher dann aus dem Gothic kommt, ist auch ein Element, das hier mehrfach vorkommt, Gothic. Also es ist wirklich sehr viel. Und das ist so ein bisschen Licht- und Schattenseite. Es ist tierisch aufwendig, experimentell und wirklich auch qualitativ, was hier passiert. Gerade die gesamten Gesangsperformances, finde ich, die sind wirklich richtig krass. Passend zum Tempo, da gehen die wirklich eine tolle Symbiose ein. Aber das ganze Ding ist schwer zu fassen. Man weiß nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll. Ich glaube, das ist denen gar nicht so wichtig. Ich glaube, die sagen, nö, wir machen jetzt das, wir machen das. Das packen wir alles unter dem Label auf als Dingens. Du hast auch einen groben roten Faden, aber das hat schon einen sehr starken Sampler-Charakter, muss man sagen. Und es ist dadurch sehr schwer zu fassen. Und gerade wenn man, ja, ich mag diesen abgefuckten Song halt, Komm und Brenne sehr. Davon wünsche ich mir dann natürlich mehr. Und ich könnte tatsächlich eher dann auf sowas wie Dreifachmond, das sehr folkloristisch ist, eher verzichten, mehr zugunsten von diesem doch sehr abgefuckten Black-Metal-lastigen. Und das ist so ein bisschen Licht und Schatten, da wird jeder seine Favoriten haben. Und das macht die Sache einfach schwer zugänglich. Alles in allem, aber dann, wie es auf die Zeit kommt, mit 41 Minuten Spielzeit und 8 Songs, absolut ausgekostet, denn dieses Progressive braucht dann auch einen entsprechenden Rahmen, einen entsprechenden Raum, ja, um sich auszuleben. Und ja, das ist dann halt tatsächlich das zweite Album von Raun. Die haben sich schon auch krass weiterentwickelt, auch vervielfältigt, möchte man sagen, aber ist ein spannender
ja, Weg, den die da einschlagen. Und von mir gibt es für das zweite Album deswegen 4 von 5 Punkte. Definitiv eher mit der Tendenz zu 3 als zu 5. 4 passt absolut, versteht mich nicht falsch. Aber da fehlt für mich noch so ein bisschen der rote Faden, irgendwie noch dieses, ja, diese, ein bisschen auch die Identität. Ja, oder für mich dann auch meinen favorisierten Teil, diesen krassen, extremen Black Metal-Teil, den die wirklich gut können. Ruhig auch mit dem doomigen Tempo, weil das passt hier wirklich sehr gut. Um das zu vertiefen, das wäre dann eher meins. Es ist halt ein bisschen was von allem. Und das zieht dann halt irgendwie diesen Punkt auch ab. Qualitativ, aber ohne Ende. Von mir 4 von 5 Punkte. Das zweite Album von Traun, Within the Weeping Meadows, absolut krass. Und da muss man auch wirklich viel Zeit reinstecken. Muss man dazu sagen, habe ich auch viel Zeit jetzt gebraucht. Aber spannend, ohne Gleichen, kann man nicht anders sagen. Hört auf jeden Fall mal rein. Aber wir haben ja noch 2 Alben. So, das zweite Album, leider nur digital bekommen, aber nicht weniger interessant. Und zwar ist es das neue Album von Elven King. Ja, den melodischen Power-Metallern. Man kennt die, ich kenne die auch schon eine Weile, habt ihr schon häufig live gesehen. Gerade früher so in der Umgebung von Rage Against Racism, Dong Open Air, waren die gerne mal zugegen. Ich habe die mal witzigerweise abgespeichert, weil die immer eine Violine auf der Bühne haben, für eine Band mit schwierigem Sound. Denn die Violine macht viele, viele Probleme. Das ist zumindest das, was ich von Elven King gelernt habe. Was ich aber nie so dramatisch finde, denn auf einem Album, auf einem Release klingt es immer anders als live. Deswegen habe ich einen ganz eigenen Zugang zu Elven King und muss zugeben, habe mir plattenmäßig mit denen nie groß auseinandergesetzt, aber immer mal Einzelsongs gehört und zu Zeiten von MySpace tatsächlich auch mal reingehört. Das ist schon alles 10, 15 Jahre her. Ja, 15 tatsächlich. Aber gut, es ist jetzt das neue Album, das heißt Reader of the Runes Rapture. Das ist der zweite Teil der Trilogie, die ja aktuell machen. Reader of the Runes. Das ganze Ding hat 11 Songs, 54 Minuten Spielzeit. Es ist halt nach wie vor melodischer Power Metal mit Folk-Elementen getragen durch die Violine, muss man ganz klar sagen. Was ich halt schön bei denen finde, ist, und das ist was mir heute an vielen Power Metal-Bands so ein bisschen auch fehlt manchmal. Es ist schön catchy, dabei positiv von der Grundstimmung, versuchen nicht irgendwie gezwungen metallisch böse zu sein. Das macht die Sache irgendwie weich, catchy und ein bisschen verträumt. So, und ich finde, das ist etwas, was bei Elven King für mich auch immer dazugehörte und was auch in diesem Album wieder, ja, richtig, richtig gelebt wird. Denn du hast hier eine schöne Produktion mit netten Gitarren, die sich aber eher ein bisschen, ja, auf einer Ebene mit der Violine einfinden und die Violine hier wirklich auch schön durchsetzt, ab und zu auch mal Keyboards dabei. Die Violine kommt aber schön raus. Die ist so ein bisschen das Trademark von Elven King und ich finde, die machen auch dieses Elvische, also dieses, ja, die Elfen machen die da irgendwie rein. Dazu halt tatsächlich, ja, typisch ja, leicht produzierte Drums, auch gerne mal ins Tempo gehen, gefällt gut. Ein bisschen Bass, aber der Sound ist eher ein bisschen schrill. Dann passend auch mit einem sehr, sehr klaren, guten Power-Metal-Sänger, ein sehr klassischer Power-Metal-Sänger, der auch eher eine hohe Stimme hat, gefällt mir gut. Wirklich, und das ist das, was ich hier wirklich auch rausstellen möchte, klassischer Power-Metal-Sänger. Und das ist das Schöne, der ganze Sound wird dadurch sehr rund, ja, wie aus einer Zeitmaschine, als wäre das von vor 20 Jahren, auch eine Zeit, wo ich glaube, Elven King auch mehr oder weniger entstanden sind. Aber halt Power-Metal aus der Zeitmaschine, aus der guten Zeit von Hammerfall, Stratovarius, Rhapsody, Luca Turilli etc. Das ist das, wo sich Elven King halt tatsächlich, ja, einsortieren und das halt auch immer weitergeführt haben. Und das muss man denen zugutehalten. Ich glaube, das letzte Mal habe ich die tatsächlich auch live gesehen, im Helvete zu irgendeinem Geburtstag. Ich habe danach aufgelegt auch. Und die haben irgendwie ihren Weg, sind die fast stur, trotzig weitergegangen. Aber dadurch haben die nie ihre musikalische Identität verloren und haben halt immer noch diesen catchigen, ja, Elfen-Power-Metal, sehr melodisch, leichte folkloristische Elemente da drin, durch halt diese Violine und durch andere kleine Merkmale, die immer wieder reinbringen, die so ein bisschen was von Naturelementen haben und ab und zu hast du auch, das ist eher was mich stört tatsächlich, weil du hast hier wirklich einen richtig guten Sänger, habe ich schon erwähnt, auch immer so harsche Vocals, die immer so im Background mal so ein Ha rausmachen, braucht die Band gar nicht, funktioniert trotzdem ganz okay, muss man sagen, und es ist halt wirklich wie für mich wie aus einer Zeitmaschine, wie vor 20 Jahren, einfach grundsolide. Klar, das ganze Album ist relativ lang mit 54 Minuten, aber man merkt, die wollen hier eine ganze Geschichte erzählen, das hörst du auch im Spannungsbogen innerhalb des Albums.
der Anspruch des Albums, dadurch, dass es natürlich auch ja der zweite Teil einer größeren Trilogie ist, dass die wirklich was erzählen wollen, ist tatsächlich, dass das Album natürlich im Gesamtkontext auch irgendwie gesehen werden soll. Was das Schöne ist, ist, dass es auch einzeln ganz gut funktioniert. Das muss man ganz klar sagen. Denn ich finde, hier kristallisieren sich tatsächlich zwei wirkliche, ja, kleine Hits, wenn nicht sogar mittelgute Hits heraus. Nicht nur kleine, sondern wirklich mittlere bis gute Hits. Und zwar ist das einmal der dritte Song, Bride of Night. Der hat einen richtig catchy Refrain. Und ich finde, das ist wieder par excellence, wofür Power Metal, gerade dieser Power Metal der 2000er oder Ende der 90er der Power Metal, wofür der steht. Catchy Refrains, Mitsingfaktor, Dinge, die hängen bleiben. Und der ist wirklich catchy und ja, richtiger Hit. Es ist ein richtiger Hit, weil Hits gehen über Refrains. Der Refrain reißt mit, der macht Spaß. Der bleibt im Kopf hängen. Ich habe jetzt noch den Ohrwurm. Und das kommt wirklich gut. Und dann funktioniert dieses gesamte Konzept halt tatsächlich auch mit Einzelsongs. Es wäre fast ein bisschen tragisch, wäre das der einzige Hit gewesen. Aber nein, die haben sogar noch, würde ich sagen, meiner Perspektive nach, einen zweiten kleinen Hit. Das ist dann der sechste Song. Das war ja gerade der dritte, Bride of Night. Der sechste ist dann tatsächlich To the North. Der hat auch, und das, Hits gehen über Refrains, einen sehr textlichen Refrain. Sehr langgezogener Refrain. Der erzählt da tatsächlich viel. So, und dann To the North. Toller, wirklich catchiger Refrain. Der Song hat zum Beispiel diese leicht harschen Vocals. Aber ich finde, da kommt es tatsächlich gut. Ein schöner Song, der ein bisschen so einen leichten Seemannsflair hat und ja, irgendwie dann auch mit einem ordentlichen Drive daherkommt. Das ist wirklich fast was Hymnisches, aber eine schnelle Hymne, muss man dann dazu sagen. To the North, sehr textlich, wie gesagt, catchy Refrain, bleibt im Kopf. Und darüber geht's für mich. Ich finde, das ist auch das, was diese Art von Power Metal für mich ausmacht. Hits, Refrains. Ich meine, da müssen wir uns nur die Speerspitze mit Hammerfall um 2000 anhören, was die an Hits, an Refrains zum Mitsingen ja geschrieben und komponiert haben. Einfach nur zum Zungeschnalzen. Und das ist das, was es ausmacht. Es muss irgendwie dieses, ja, positive Grundstimmung und so ein bisschen Natur, Wald, Tanzen sein, was für mich dazugehört. Und das ist was, was Elvin King halt tatsächlich, und das gerade getragen durch die Violine, sehr gut kann. Denn die Violine, und dazu unterstützt die Gitarre, die sich dann halt auch häufig riffsmäßig, die sprechen sich da ab, ne? Also die spielen was sehr Ähnliches. Die lassen irgendwie die Elfen tanzen. So, es ist wirklich so, um Feuer, also wenn man so eine Assoziation, man lässt sich mal drauf ein, es ist tief im Wald, ein Feuer und die Elfen tanzen drumherum. Und das ist der Sound, den ich bei Elven King einerseits erwarte, den ich auch möchte und der dann halt auch Tatsache so kommt. Und das ist das Schöne an diesem Album tatsächlich, denn die Erwartungen werden erfüllt. Es macht einfach, ja, so gesehen, Spaß. Und dann kommt das mit wenigen Hits. Und kleinen Mitsingfaktoren, Ohrwurm, tut überhaupt nicht weh. Positive Grundstimmung, die gehört dazu. Naturelemente bei, so ein bisschen auch flott dabei. Ein scheiß Wort eigentlich, aber mir fällt es gerade nicht anders ein. Mit der Violine als kleines Trademark, das einfach auch für Elven King steht, hat immer gut funktioniert. Von mir kriegt auf jeden Fall Read of the Runes, der Teil Rapture, der zweite, 4 von 5 Punkte dadurch, weil es einfach gut funktioniert. Was würde zum fünften Punkt fehlen? Naja, das Album ist relativ lang mit 54 Minuten und ich glaube, komprimiert könnte das einfach besser funktionieren. Zwei Hits sind ordentlich, ganz klar, aber es ist halt Tatsache so, dass man dann sagt, ja gut, in der Masse ist es dann trotzdem sehr viel und nicht absolut viel, bleibt da hängen. Ist auch nicht mega Innovation, ein bisschen auch eine Selbstkopie. Kommt das Thema, dieses Read of the Runes Rapture-Teil, also dieses, ja, Konzeptige, das Konzeptalbum. Kommt das hier raus? Du hast keine Sprachpassagen, gar nichts. Weiß ich nicht. Insofern hätte ich das nicht nachgelesen. Hätte ich niemals gewusst, dass das hier ein Teil eines Größeren ist. Oder wird der Titel halt so sein. Und dann finde ich so, muss man das nicht irgendwie anders erzählerisch aufgreifen? Sei es drum. Auf jeden Fall eher mit der Tendenz zum fünften als zum dritten Punkt, denn das ist wirklich grundsolide, macht Spaß. Man muss sich auf diesen catchy, ja, Elfen-Power-Metal so ein bisschen einlassen. Ich kann das aber, weil ich halt tatsächlich damit auch aufgewachsen bin, irgendwie als 10-, 11-, 12-Jähriger mit Hammerfall und Bands in der Zeit halt. Und, oder auch Nightwish, und in diese Richtung geht's halt.
aber macht einfach Spaß, tut nicht weh. Und klar, es ist kein Extremmittel, hat aber nicht den Anspruch, wie böse zu sein. Deswegen finde ich auch immer dieses mit diesen harschen Vocals ein bisschen deplatziert, denn die sind clean und das dürfen die ruhig. Und das müssen die dann auch nicht irgendwie verbösen. So, und deswegen gefällt mir Elven King so gut. Und deswegen hören wir doch auch Elven King, weil wir die Elfen tanzen hören lassen wollen. So, und das ist es doch. Wir wollen hören, wie die Elfen tanzen. Und ich finde, das machen halt... Elven King gut. Das ist richtig klassisch. Das ist Elfen, Drachen, Schwerter, Burgen und Prinzessinnen. Und ich finde, das gehört einfach dazu. Deswegen von mir, ja, Elven King, das neue Album, 4 von 5 Punkte. Ein Release haben wir aber noch. Und das dritte Album in diesen Neuerscheinungen, das letzte in diesen Neuerscheinungen, und zwar auch keine unbekannte Band, das neue Album von Graveworm, das heißt Killing Innocence, wurde lange drauf gewartet, ich glaube 8 Jahre oder so jetzt, hat dann 10 Songs und 49 Minuten Spielzeit. Also durchschnittlich eher lang. Wie gesagt, die Südtiroler sind zurück sozusagen, haben sich Zeit gelassen und ist auch eine Band, die ich tatsächlich von früher noch kenne, aber für mich immer eher hängen geblieben ist mit so einer Art, ja, melodischen Black Metal, ohne wirklich Black Metal zu sein. So eine Art melodischen Extreme Metal hätte ich vielleicht dann eher gesagt. Aber halt vor allem markant aufgefallen durch ihre Cover-Songs. Die haben halt, ein R.E.M.-Cover gehabt und so. Und dadurch sind die bei mir hängen geblieben. Darüber hinaus fand ich die Songs immer vom Stil her gut, aber es ist wenig hängen geblieben. Insofern war ich sehr gespannt, was es jetzt bei Killing Innocence wie klingen die, ja, 2023, wie haben die sich entwickelt und naja, die bleiben ihren Weg schon ziemlich treu. Ihren eigenen Stil betiteln die als, ja, Dark Extreme Metal tatsächlich und rafft man das mal zusammen? Ich finde, das ist wieder so ein Eigengenre-Begriff, der vieles verschleiert oder vielleicht auch die Sache ein bisschen interessanter wirken lassen soll. Also es hat definitiv Black-Elemente in der Stimme. Es hat definitiv Death-Elemente in der Stimme. Das sind die beiden Stimmen, die der Sänger verwendet. Wir haben ziemlich viele Melodic-Elemente, gerade in Gitarren, der spielt so ein bisschen was. Dann haben wir es ein bisschen. Also weiß nicht, früher mal Melodic-Death, ja, oder... Ja, Melodic Black Death Metal irgendwie. Deswegen, klar, so, ich würde sagen, melodischer Extreme Metal irgendwie. Aber ohne zu extrem zu sein. Die sind dabei immer noch zugänglich und ich glaube, das wollten die auch immer sein. Die haben ja auch nie Corpse Paint oder irgendwas von diesen Aspekten gehabt und waren dann immer eher auch, ja, die zugängliche Sorte. Und das ist so ein bisschen ein Sound, der erstmal gut funktioniert, muss man ganz klar sagen. Denn wir haben hier eine fette Produktion, du hast hier fette Gitarren, sehr fette Gitarren, auch einen schönen bassigen Bauch dazu, Drums, die halt auch dazu fetzen, die gesamte Produktion ist fett. Die Stimme hat halt, wie schon erwähnt, dessige Aspekte, und dann aber auch immer eine hohe Schreie. Die Qualität, finde ich, liegt in diesem Black Metal, in dem hohen Aspekt. Leider, rein vom Gefühl her, überwiegen die dessigen Sachen. Im Kontrast funktioniert es aber tatsächlich dann ganz gut, muss man sagen, denn die hohe Schreie kriegen mehr Geltung dadurch, dass es vorher tief ist. Der gesamte Sound wirkt dann, zumindest auf diesem Album, so ein bisschen wie Hypocrisy, nur ohne den Sci-Fi-Aspekt und hat ab und zu auch Amon Amarth-Aspekte. Dann haben wir es so ein bisschen. So, um den Sound einfach mal für Leute, die Graveworm vielleicht noch nicht kennen, zu umschreiben. So, wir haben halt auch dazu Keyboards, die halt sich gerne drunter legen, eher so mit so einsamen Notenbett, also nicht irgendwie blub machen, sondern halt tatsächlich einfach den gesamten melodisch unterstützen, um so ein bisschen das Extreme und die harten, fetten Gitarren so ein bisschen, ja, einzubetten. Funktioniert alles ganz gut, mega zugänglich, aber das Problem ist tatsächlich irgendwie, ja, was bleibt übrig, was bleibt hängen? Du hörst das Album, denkst dir, ja, ist ein guter Sound, so. Du fragst dich vielleicht tatsächlich nicht mal, welche Band ist das eigentlich, weil du lässt es so über dich ergehen. Und das ist immer so das, wie ich auch Graveworm empfunden habe und was so ein bisschen meine Kritik ist, die aber schwierig zu definieren ist. Denn für mich ist Graveworm ein bisschen wie Keep of Callison, so als Vergleich, so eine Band mit so einem Identitätskonflikt. Was wollen die sein? Wollen die Extremmetal sein? Wollen die melodiös, catchy sein? Denn sie sind beides nicht. Und sie schweben irgendwie in dieser Zwischenwelt. Und das ist, wie gesagt, bei Graveworm wie bei Keep of Callison so. So, die machen irgendwie eigenbedacht Extreme Dark Metal. Die sind aber auch nicht so mega richtig düster. Ich finde nämlich, wenn die irgendwie düster wären, dann müsste irgendwie das, was die düster macht und was die auch immer düster komponieren, müsste irgendwie sich in einer Atmosphäre, in einer Emotion widerspiegeln, die halt irgendwie übertritt. Ich finde, die kommt aber nicht so krass raus. Die gesamte
Emotion bleibt irgendwie in der Musik drin. Die springt nicht über. Das ist keine schlechte Musik. Die Schreie sind gut, die Vocals sind gut, die Produktion ist gut, die Komposition ist halt vielleicht ein bisschen zu wenig catchy oder zu wenig abgefahren, experimentell. Es ist irgendwie dazwischen. Die Komposition ist irgendwie, wir wollten nirgendwo anecken und haben irgendwie das gemacht, was wir gemacht haben. Aber es bleibt dadurch zu wenig hängen. Es ist zu wenig davon oder davon. Es ist halt irgendwie, ja, wer sich alle Türen offen hält, bleibt ewig in der Diele stehen und oder im Flur stehen. Und das ist so ein bisschen meine Kritik und das ist das, was ich, wie ich Greyform halt tatsächlich auch immer empfunden habe damals. Die haben definitiv einen Status irgendwie und auf die ist vom Sound her auch total Verlass. Aber mit ihrem Extreme Dark Metal, die sind irgendwie extrem, aber nicht extrem genug, um wirklich da extrem so vorstehen zu haben. Die sind vielleicht auch irgendwie ein bisschen Dark Metal, aber nicht dark genug von Emotionen oder von der Düsternis, dass man das so stehen lassen kann. Wenn man jetzt sagt, Melodic Extreme Metal, die sind irgendwie melodisch, aber auch nicht verspielt melodisch genug. Es ist alles von, ja, die stehen so auf dem Flur, ne? Die stehen einfach so auf dem Flur. Eine Band, die ihre Identität irgendwie dadurch verloren hat, dass sie sich nicht zu sehr festlegen wollte. Und ich finde, das merkt man halt im neuen Album Killing Innocence auch. Die haben sich Zeit gelassen und ich finde auch, dass das ein gutes Album ist irgendwie. Das ist irgendwie ein solides, gutes Album, aber es bleibt halt nichts hängen. Und es rüttelt einen nicht auf, es holt einen nicht ab und du denkst dir, Moment, welcher Song war das? So, ne? Sondern du lässt es über dich ergehen, die 49 Minuten, die es halt hat, und denkst dir so, ja, oh, war das jetzt ganz gut, ja, Greyform, ja, stimmt, ja, die haben wir damals mal auf dem Up From The Ground gesehen, so. Ne, so ist es bei mir, und ich habe die, glaube ich, ein paar Mal gesehen, auch als Vorband von X, keine Ahnung. Und das ist so, ja, das ist too much, also die wollen vieles sein und haben halt dadurch ihren eigenen Stil auch irgendwie geschaffen, das will ich denen gar nicht absprechen, ganz klar, aber es ist dann irgendwie von allem ein bisschen und dadurch irgendwie nichts. Das ist so wie so eine Pizzeria, die halt indisch hat, Pizza, Döner, Pommes, Schnitzel, so, und irgendwie davon ist nichts richtig gut, du wirst auch irgendwie satt, so, ne? Und so ist es irgendwie mit dem neuen Graveform-Album. Und dabei meine ich das nicht mal böse tatsächlich, denn ich mag die Band, ich mochte auch immer die Cover. Es gibt hier drauf keine Cover-Songs mehr, das muss man dazu auch sagen, aber es ist halt tatsächlich so, dass man so ein bisschen auf dem Flur stehen bleibt, finde ich, stilistisch. Und dass mir hier wirklich die musikalische Identität ist. Es ist so ein bisschen wie bei der ersten Platte Raun, die ich anfangs ja rezensierte. Die machen viel, aber die toben sich dann in jedem Stil so richtig aus. Du hast da einen Folksong bei, völlig, ein reiner Folksong. Ein Blacksong, der total abgefuckt ist. Progressive Nummer, dies, das. So, die haben ja von allem ein bisschen in jedem Song. Das ist dann so ein bisschen... So, einen Song möchte ich trotzdem rausstellen. Das ist der zweite Song, We Are The Resistance. Der ist wirklich, weil der wirklich mit einem kleinen Refrain daherkommt, der kommt ganz gut, der sticht ein bisschen heraus. Aber schon von einem Hit zu sprechen, Proto-Hit, kurz vor Hit, würde ich sagen, ist wahrscheinlich ein bisschen too much. Das ist der Song, der mir zumindest einigermaßen hängen bleibt. Die meisten Songs sind dann halt Tatsache, irgendwie in der Mitte bleiben die Pappen. Und das ist halt auch bezeichnend, dass man halt tatsächlich dann auch nicht die einzelnen Songs da rausnehmen kann. Weil die sich dann tatsächlich auch nicht im Refrain irgendwie widerspiegeln. Ne? Außer vielleicht We Are The Resistance. Und deswegen ist es vielleicht auch der Song, den ich rausnehme. Also, ob es jetzt, ich weiß nicht, If The World Shut Down ist ein guter Song irgendwie und The Nameless Grave oder so. Aber man hört es auch schon in den Titeln, es ist sehr generisch. Ne? Und We Are The Resistance vielleicht da irgendwie rausgestellt. Grundlegend geiler Stil, das will ich gar nicht sagen, aber irgendwie fehlt es hier an Details oder an klare Richtung in eins dieser Aspekte. Denn ich glaube, dass die es eigentlich können. Das haben die damals mit so einem Cover, wenn du dann wirklich vom Songmaterial mal, ne, R.E.M. damals hattest, mit Losing My Religion als Cover, dann wurde kompositorisch mal in eine Richtung mit der Verzweiflung, weil der Song ist halt total emotional. Und den haben die damals echt gut übertragen. Und da fehlt mir halt diese klare Kante hier tatsächlich. Von mir gibt es deswegen für Greyform Killing Innocence 3 von 5 Punkte. Definitiv nicht mit der Tendenz zu 2. Bei 3 ist schon ganz gut angeordnet. Aber ja, irgendwie fehlt mir hier so ein bisschen die klare Richtung, die klare Identität. Und vielleicht auch einfach die Eier, wie es anfangs zum Beispiel Frauen hatten. Dass man sagt, nee, die haben schon Bock auch zu experimentieren, weil experimentell ist es dann hier Tatsache nicht. So viel zu diesen Neuerscheinungen mit Raun, mit Elven King und mit Greyform. Wie gesagt, 4, 4 und 3 Punkte. Raun mit 4 Punkten, Elven King mit 4 Punkten und Greyform mit 3 von 5 Punkten. Alles eigentlich
grundsolider Alben. Greyform vielleicht tatsächlich eher für Fans. Elven King eher für catchy Power Metal. Raun durchaus eine Geheimtipp-Empfehlung, muss man dazu ganz klar sagen, weil es natürlich auch noch eine junge, eine undergroundige Band ist. Aber gerade deswegen sehr spannend und weil so experimentell. Hört auf jeden Fall mal in die Platten rein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch was empfehlen konnte. Oder lasst mir eure Meinung da. Gerade bei sowas wie Graveform bin ich sehr gespannt, wie da die Meinungen auseinander sind. Das letzte Album ist ja schon eine Weile her. Und ich habe jetzt die Band nicht auf dem kompletten Gang immer verfolgt. Ich habe die halt vor 15 Jahren mal verfolgt und gehört und gesehen. Aber das ist natürlich schon ein paar Jahre her. Insofern, ja, tippt fleißig ein, was ihr dazu denkt. Falls ihr mehr Reviews haben wollt, ich mache hier eine Menge davon, abonniert den Kanal, unten rechts ist ein Button, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und mal sehen, was wir als nächstes für Reviews haben. Es kommt eine ganze Menge aktuell raus. Bis dahin, ciao, ciao.